So, dann geht's jetzt hier weiter. Dark Souls 3 DLC war ja auch ziemlich groß. Ich denke, das lohnt sich schon. Also Dark Souls 3 DLC fand ich auch mega stark. Wobei ich muss sagen, ich fand grundsätzlich jeden Dark Souls DLC fand ich gut. Egal ob Teil 1, Teil 2 oder Dark Souls 3, ich fand jedes Game hatte gute DLCs. Oh Junge, warum können auf einmal alle zaubern hier? Ihr nervt mich tot. Hier war doch irgendein Gebäude auf der Map. Ah, hier. Hab für Elden Ring 80 Euro gezahlt, aber ist gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn für irgendein Game, heilige Träne, nice. Wenn für irgendein Game 80 Euro gerechtfertigt sind, dann ja wohl für Elden Ring. Warte mal, wir haben doch eine große Rune bekommen, so ein Shit. Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Ein Ei aus Bernstein, das einst Renala gehörte, der Königin des Vollmonds. Perfektioniert jene, die wiedergeboren wurden. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wahrscheinlich, wenn wir respecken oder so, dann müssen wir das benutzen. Nächste Frage. Was können wir aus Renalas Seele für Bosswaffen machen? Wenn es jetzt nur Mage-Stuff ist, dann würde ich wahrscheinlich einfach die Seelen nehmen. Weil sie war ja so eine Magierin. Kann sein, dass wir natürlich nur irgendwelche Magiestäbe aus ihrem Echo machen können. Moin, sollte ich mir die Dark Souls Trilogie kaufen? Also hab Hogwarts einfach 90 bezahlt. Holy shit, Alter. Wobei Hogwarts Legacy war auch ein ziemlich geiles Game. Also auch da gerechtfertigt. Hast du Kenntnis davon, dass Tag- und Nachtwechsel an manchen Orten einen Unterschied macht? Ja, aber. Also ich war mal in irgendeiner Kirche und dann hat einer gesagt, mach mal Nacht und geh da rein. Da kommt ein Gegner. Das weiß ich. Das Problem ist nur, was ist für ein Loading-Screen, Alter? Geht's irgendwann weiter, oder? Interessant. Das Problem ist nur, ich weiß jetzt, dass nachts an manchen Orten Bosse kommen. Was ich mich nur frage, woher weiß ich, wo nachts ein Boss kommt? Ich kann ja nicht die komplette Map nachts nochmal ablaufen und gucken, ob irgendwo halt ein Boss ist. Ehre, Ehre, dein Freund und Helfer muss ich heute mal bedanken. Viel Spaß und bis morgen. Russi, bis morgen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das anders erwähnen soll. Wenn irgendwo, okay, mein Game ist abgekackt. Wenn irgendwo ein Boss ist, der nur nachts kommt, dürfte es mir sagen, weil ich renne nicht nachts nochmal über die komplette Map und suche Bosse, die nur nachts da sind. Also dann, da dürft ihr mir gerne sagen, geh mal nachts dahin, da ist ein Boss, da gehe ich dahin und dann hat es das erledigt. Das ist auch für mich kein Spoiler. Zauber und Zauberstab kannst du bekommen. Okay, dann können wir tatsächlich uns Runen holen von Renalas Echo. Okay, Elden Ring ist gestorben und startet auch irgendwie nicht mehr. Du kannst Echos duplizieren, um noch mehr Seelen rauszubekommen. Vielleicht wusstest du das noch nicht. Ja, doch, das wusste ich. Nachrichten auf dem Boden lesen. Ich wäre schon glücklich, wenn mein Game jetzt wieder starten würde. Elden Ring. Na, der Prozess läuft noch, okay. Das erklärt einiges. Classic stürzt bei mir auch alle 6 Stunden ab. Also ich muss sagen,
Jetzt startet es wieder, sehr gut. Ich muss sagen, wir hatten jetzt in 30 Spielstunden hatten wir 2 Abstürze. Caro, vielen Dank für den Follow. Wir hatten jetzt in 30 Spielstunden hatten wir 2 Abstürze, das ist noch im Rahmen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Echo für Seelen ausgegeben, zumindest nicht im First Run. Ja gut, aber wenn ich jetzt schon weiß, ich will nie ein Mage machen, zumindest nicht in meinem ersten Run, warum soll ich mir dann jetzt einen Zauber holen oder so? Also es macht ja gar keinen Sinn. Klar nehme ich dann die Seelen. Hatte so 3 bis jetzt, ja. An demselben Bonfire wie eben. Du läufst denselben Weg und nachts kommt da so ein Reiter. Xbox Beste? Nee. Nee. PlayStation oder PC? Xbox habe ich irgendwie noch nie gefühlt. Die Anzahl von Seelen aus den Boss-Echos. Was? Das macht echt Sinn. Die Anzahl an Seelen von den Boss-Echos lohnt sich später auch nicht mehr so. Was macht Sinn? Okay. Dasselbe Bonfire von gerade eben. Du läufst denselben Weg und nachts kommt so ein Reiter. So ein Reiter der Nacht oder so, weiß den Namen nicht genau. Okay. Und pass auf. Mir war es immer wichtig, das Equip von den Bossen zu haben. Ob ich spiele oder nicht, war mir erstmal egal. PS5 beste. Ja, danke, ist wirklich so. PS5 ist einfach geil. So, wo ist jetzt hier dein Reiter der Nacht? Den klatschen wir jetzt weg. Hier, der ist wahrscheinlich nicht. Yo, chill. Da ist er doch. Ah, das ist doch hier dieser Kavallerieboy. Denn da haben wir doch schon mal einen gekillt irgendwo. Steig ab, steig ab. Kill ihn. Aua. Er staggert mich, das ist ein Problem. Dead fucking wreck. Xbox aber nur 200 Euro. Kriegsasche Riesenjagd. Glewe der Dunkelkavallerie. Glewe der Dunkelkavallerie. Das klingt natürlich äußerst cool. Eine nachtschwarze Glewe mit unglaublich schwerer Klinge. Diese Waffe stammt von den Dunkelkavalleristen, die auf den Hochstraßen patrouillieren. Die Glewe ist perfekt, um Gegner mit großer Wucht aufzuschlitzen, auch ideal für den Kampf zu Pferd. Mhm. D auf Stärke, 129 Damage. Durchschnitt. Hab den nie gesehen. Das ist schon der zweite von denen, den ich kill. Also Nachrichten sind am besten. Da sind ein paar, da steht Versuch Nacht. Das ist ein guter Punkt. Hat er schon den Klangperlenjäger und die Eule in Limgrave? Also Eule habe ich nicht, oder zumindest weiß ich nicht, was du meinst. Klangperlenjäger haben wir hier bei der Schildkröte haben wir eingekillt. Xbox ist deshalb so günstig, weil es Ass ist. Warum ist ein Stick oben und ein Stick unten? Der Hammer, den du da hast, ist mega broken. Ja, ich glaube auch. Den ersten kenne ich. So, also. Back to topic. Wir gehen jetzt da hoch. Überleg, ob ich den Ritter hier kurz umklatsche, weil der sieht wie so ein Miniboss aus. Okay, Jungs, tut mir leid. Ich mach's doch nicht. Die Probleme und nice auf Beamer bockt.
Muss los, bis demnächst wieder. Ciao, Benny, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Was passiert hier gerade? Alter, schießt wieder da irgendeine fucking Balliste auf mich oder so? Ich mach dann auch mal weiter. Bis dann. Ciao, Lina. Bis dann. Wow. Hier irgendwo ist ein fucking Katapult. Ich weiß aber nicht wo. Das ist mein Problem. Da hinten oder ist es... Ist es da oben oder ist es hier unten? Das ist die Frage. Ah, da ist es, da ist es. Meld dich, wenn du die irgendwann klatschen willst. Meldung. Ich will die klatschen. Pass auf Heckenschützen auf. Ja, mache ich. Immer. Boah, das sieht schon räudig aus, da unten durchzurennen. Ich bin recht froh, dass ich hier oben bin, muss ich sagen. Ich habe auch gar keinen Bock, gegen die zu fighten, weil da ist wieder so ein fucking Flammenwerfer mit dabei. Ich will eigentlich, genau, ich bin nämlich richtig. Ich wollte jetzt nämlich hier gucken, was hier ist. Diese komische Siedlung hier. Hier diesen Turm oder was es ist. Hier hinter wollte ich schauen, was da ist. Das machen wir jetzt alles. Und parallel warten wir mal auf Dosenöffner, seine Info, wo der Klangperlenjäger ist, der zweite, der nur nachts da ist, und irgendeine Eule. Nein, nicht wieder die Gelbaugen, Junge. Nicht wieder diese weirden Gelbaugen hier. Ey, warum? Alter, what the f... Ich krieg Damage? Ich krieg Damage? Wie funktioniert das denn? Hä? Hä? Junge, hör auf! Junge, das ist einfach Sauron! What the fuck ist das denn? Okay. Alter, wir müssen hier weg. Oh mein Gott, what the fuck? Ich sterbe einfach. Jo, ist einfach wirklich Sauron, Alter. Geh jetzt schlafen, schreib morgen eine Klausur und muss früh aufstehen. Ja, ich habe Urlaub. Ich vergesse immer, dass wir, dass normale Menschen Schule haben oder arbeiten müssen. Ja, okay, was ist der Plan? Was tue ich dagegen? Ich glaube, jetzt bin ich ganz genau unter ihm. Hier erwischt es mich nicht. Oder doch, natürlich. Alter, was war das denn, Junge? Was ist denn das für eine asoziale Scheiße? Hi, AT, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner Klausur morgen. Du rockst bestimmt und, ja, eine gute Nacht. Schlaf gut, erhol dich gut. Bis zum nächsten Mal. Wir haben doch gesagt, es ist Mordor. Ja, es ist wirklich Mordor, Alter. Musst du auf der Line of Sight raus. X, vielen Dank für dein Follow. Warte mal, wo muss ich hin jetzt? Genau in die andere Richtung. Okay, aber... guck mal, hier oben ist auch noch irgendwas. Ein Klangperlenhunter hast du bei der Hütte des Kriegsmeisters in Limgrave. Bei der Hütte des Krieg... Okay, das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wo die Hütte des Kriegsmeisters ist. Ja, ich weiß es nicht. Oh, cool.
Okay, und was war mit der Eule? Dosenöffner? Oh, wait, habe ich mit dem schon geredet? Ja, gell? Ich glaube, den kenne ich schon. Okay, wie viele Seelen hatte ich? Wait a minute, wir haben actually ganz andere Probleme. Weil wenn der Typ mich hier jetzt auseinander nimmt, dann sind halt die Seelen weg, aber ja, scheiß drauf. Ist es nicht eigentlich schon Nacht? Oh Leute, wenn ich jetzt aufstehe, dann kommt er. Ich habe gar keinen Bock auf den Dude. Ich habe gar keinen Bock auf... Der Letzte hat mich wirklich getiltet. Der Letzte hat mich echt getriggert. Ja, der NPC ist weg. Der kommt jetzt gleich irgendwo. Hallo, Boss. Wo ist er denn? Ich sehe nichts. Ah. Genau deswegen habe ich meine Seele nicht geholt, weil ich wusste, wir nehmen ihn auseinander. So. Die Eule ist ganz in der Nähe, ein bisschen unten rechts ist so eine Ruine abgebildet. Wo bin ich? Da. Das da. So OP, einfach 4 Schläge für den Boss. Also... Saskia von Mela, vielen Dank für, wer ist das? Saskia von Mela. Interessanter Name. Vielen Dank für dein Follow. Ja, genau, okay. Ich glaube, ich habe den Namen erst jetzt verstanden. Todesvogel, what the fuck? Alles klar. Also, der letzte von diesen Klangperlenjägern war, glaube ich, deutlich schwieriger. Aber es kann auch sein, dass wir mittlerweile einfach stronger sind. Ich glaube, der Vogel hier ist auch auf dem... ein bisschen zu cheesy auf dem Pferd. Der ist wahrscheinlich auch normalerweise schwieriger, aber Pferd ist einfach wie Cheaten, Alter. Pferd ist einfach wie Cheaten. Ich habe sogar 2 Ziegen mit umgebracht, Alter. Den wollte ich gar nichts tun. Blau gefiedertes Astschwert. Holy shit. Macht dir das überhaupt Spaß, so OP? Na gut, du darfst halt nicht vergessen. Also ja, tut und macht es. Man darf halt nicht vergessen, wir sind gerade in einem Anfangsgebiet, wo wir eigentlich vor Ewigkeiten hätten sein sollen. Ist natürlich klar, dass wenn wir jetzt zurückgehen und hier die Bosse machen, dass die dann natürlich einfacher sind als die Bosse in dem Gebiet, in das wir jetzt kommen. Ist ja ganz normal. ...90k Seelen, aber dachte, sind Runen. Seelenrunen. Ist doch irgendwie alles dasselbe. So, dann probieren wir jetzt nochmal an Sauron vorbeizukommen. Dosenöffner, vielen Dank für die Hilfe. Wo die Bosse sind. Halet und Radan schon. Keine Ahnung, nö, ich geh jetzt da hoch. Ich geh jetzt mal da hoch und guck, was da abgeht. Am besten hier am Katapult vorbei.
kommst rechts bei den Büschen an ihm vorbei, reitend. An Sauron, oder was? Ja, aber... Chat, kann man gegen dieses Auge irgendwas machen? Oder ist es einfach da? Und wir müssen damit leben? Ja? Okay. Immerhin. Damit kann ich leben. Okay, wir müssen kurz chillen, bis der Balken wieder auf Null ist. Nee, das ist der Debuff-Wahnsinn. Ja, das habe ich mitbekommen. Gegen Saurons Auge kannst du nichts machen, also das nicht abstellen. Das nennt der Abiturient antizipieren. Echt? Bohrbolzen, okay. Das sind meine Seelen. No! Nein, 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 nein. Chill. Ach, fuck, Alter. Wieder kurz warten. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. No. Oh Junge, ist das nervig. So, das ist hier. Okay, dann gehen wir jetzt, glaube ich, als erstes mal hier hinter. Ach, da ist wieder so ein Magierturm. Das war dumm. Oh fuck. Jo. Wie der Giftsumpf in Dark Souls 2. Oh ja, der war auch interessant. Was, immer noch? Junge, wie weit ist die Range? Es ist einfach unendlich. Aber konnten wir mit diesen Statuen hier nicht eigentlich immer interagieren? Und dann haben sie irgendwo hingezeigt oder so? Also mit der letzten Statue konnten wir irgendwas machen und dann kam so ein weißer Lichtstrahl irgendwo hin. Aber gut, müsst ihr wissen. So. Hier könnten wir runter, da waren wir aber schon. Da ist so ein Riese mit Helm. Den würde ich da auch einfach mal da sein lassen. So, what do we have here? Konvertierter Randturm. Möge Gelehrsamkeit den Weg erleuchten. Ihr müsst das Rätsel lösen. Kopf versuchen und dann Geste versuchen. Digga, was? Ich bin an derselben Stelle wie du vorne in den Tod gesprungen. Du brauchst eine Geste. Es gibt noch einen Bossfight, wo du nur vom Zauberschloss aus hinkommst. Hast es, glaube ich, verpasst. Oder ich war da am Schlafen.
Also im Zauberschloss in der Akademie haben wir gemacht einmal den roten Fuchs und einmal Renala. Wenn du von einem anderen Boss sprichst, dann haben wir den nicht gemacht, dann haben wir den verpasst. Ich brauche eine Geste hier. Habe ich die Geste? Das ist natürlich jetzt lustig. Möge Gelehrsamkeit den Weg erleuchten. Vielleicht ist das irgendein Hinweis. Gedankenversunkenes Nicken. Gebet. Kann man hier drauf kommen, wie ich hier weiterkomme? Oder ist es wieder so abgefuckt, dass sowieso kein Mensch jemals das rauskriegt von alleine? Also. Du brauchst die Geste, die habe ich nicht, oder was? Brauchst Geste Nummer 436. Scheiße. Ich habe nur 437. 436 fehlt mir noch. Genau, da unten waren wir schon. Von dem Typen in der Kirche, der aus... Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank, B.Hindert. Dem wollte ich noch den Schimmersteinschlüssel bringen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Das habe ich, da habe ich vorhin noch dran gedacht. So, pass auf, jetzt können wir ja teleportieren. Das machen wir jetzt schnell. Den habe ich schon wieder komplett vergessen, den Dude. Genau, da unten war der. Den bringen wir jetzt nämlich kurz seinen Schlüssel. Dann kriegen wir die Geste und dann... Und sobald wir da oben überall waren, machen wir dann Shaks geheimen Raya Lucaria Boss. Ah, da ist er doch. Wonderful. Are you certain you're willing to give your mail? Thank you. Now I can go back to the academy to resume my study of Glintstone sorceries. Gelehrsamkeit. Okay, das macht sogar irgendwie Sinn. Thank you dearly. With your blessing, I will depart for the Academy of Raya Lucaria. Und wieder 9 Karunen verloren, ach leck mich. So, sehr gut. Dann gehen wir einmal Dorf der rasenden Flamme Rand. Genau da bekommst du die Geste, musst dann alle Tempel ausfindig machen. Bin Level 240 und hab immer noch nicht alles. Ich glaube, in dem Game wirst du wahrscheinlich niemals alles haben. Dieses Game ist ja so abgefahren groß. Also das ist ja komplett crazy. Jetzt bin ich gespannt. Dad? Es klappt nicht. Habe ziemlich viel, aber heute ist mir aufgefallen, dass ich die Applaudieren-Geste nicht habe. Das funktioniert nicht. Bin ich wirklich, was, bis ich wirklich alles hatte, habe ich ca. 250 Stunden gebraucht und das auch nur mit Guides. Easy, Alter.
Du brauchst zusätzlich den Kopf aus Raya Lucaria. Vielen Dank. Für den Tipp, den habe ich doch. Aber welchen? Wir haben ja irgendwie 100 Stück bekommen. Also wir haben die vier. Welchen brauche ich jetzt? Willinghelm. Okay, ganz cool. Also, danke für den Tipp. Woher, wie soll ich da drauf kommen als normaler Mensch? Wie kommt man auf sowas? Woher weiß ich welchen, dass ich hier einen Helm anziehen muss und dann diese Geste machen muss? Geiler Helm, by the way. Sieht schon fancy aus, ne? Wie kommt man auf sowas? Die Entwickler meinten, dass es noch immer unentdeckte Sachen gibt. Ja, wenn ich sowas hier sehe, wundert mich das nicht. Habe es auf TikTok gesehen, gestern, um genau zu sein. Habe es auch gegoogelt. Ja, aber dann denke ich mir immer, Alter Junge, was geht? Da denke ich mir immer, alles, was du googelst, hat ja irgendjemand mal rausgefunden ohne Google. Ja, die sieht doch auch bestimmt richtig scheiße aus, die Mann. Junge, Alter, was ist das denn? Geil. Ich glaube, die Nachricht davor ist vom Spiel und das ist ein Hinweis, bin aber nicht sicher. Ja, ja. Also das hier ist vom Spiel. Möge die Gelehrsamkeit den Weg erleuchten. Das ist vom Spiel. Da steht aber nichts von dem Helm, den ich anziehen muss. Da steht nicht mal, dass ich irgendeine Geste machen muss. Das muss ja alles irgendwer mal rausgefunden haben. Schau, wie der Helm glüht. Es gibt ja mehrere Orte, wo es Subway machen muss. Subway. Wenn man die Lore von der Statue kennt, kommt man eventuell eher drauf. Aber ja, komisch. Die Lore von der Statue. Keine Ahnung. Die schauen im Quellcode nach den Lösungen. Die schauen im Quellcode, aber weiß ich gar nicht. Meinst echt? Also das kannst du sicher irgendwie machen, dass du halt den Quellcode vom Game nimmst und dir da irgendwie die Lösung rausziehst oder so. Aber ich glaube, viele finden sowas wirklich auch selber raus. Ich glaube aber auch, wenn du voll in der Dark Souls Lore drin bist und dir vielleicht jedes Item durchliest, das du findest, dann kommst du vielleicht auch sowas, weil es halt irgendwie dann doch Sinn macht oder keine Ahnung. Jetzt mal ohne Witz, woher soll man eigentlich ohne andere Leute rausfinden, wie man in den Nether kommt? Ich weiß nicht, was ist der Nether, Junge? Keine Ahnung. Ich weiß weder, wie ich da hinkomme, noch was es ist. Minecraft. Okay, da bin ich raus. So, super, wir haben eine halbe Stunde investiert, um einen fucking Zauber zu bekommen. Aber egal, wir haben ihn. Dann gehen wir jetzt ins Dorf der rasenden Flamme. Du kannst Minecraft nicht. Keine Ahnung, können werde ich es wahrscheinlich. Außer das ist jetzt irgendwie hardcore kompliziert, aber ich habe es einfach nie gespielt. Ich kenn's, aber ich habe es nie gezockt. Ich war schon immer eher so der Story-Gamer und Minecraft war einfach noch nie so ein Game, wo ich sag, was zocke ich jetzt? Also. Und ja, ich weiß, wie gehypt Minecraft ist und alles, aber trotzdem irgendwie hat es mich nie so wirklich gereizt. Handbuch des Rasenden, okay. Auge von Jeloch. An den Chat, ihr versteht es sicher. Die Tafelrunde wird bei mir sehr heiß.
Jo, was geht bei euch ab? OGG schon ziemlich weit. Na dann viel Glück. Keine Ahnung. Von mir auch viel Glück mit deiner heißen Tafelrunde. Chabiriris Kummer. Ne, Chabriris Kummer. Stimmt. Wait a minute. Diese eine Tante steht doch auch noch irgendwo rum und wartet auf ihre Traube. Die ich nicht finde. Chabriris Kummer. War das kein Helm? War doch ein Helm. Wait, what? War das? Habe ich aufgehoben. Das habe ich gerade aufgehoben. Alles, Mann. Vielen Dank. Zieht gegnerische Aggressionen kontinuierlich an. Stark. Das ist der Talisman, nach dem niemand gefragt hat, ne? Okay, dann sind wir, glaube ich, durch hier, oder? Ist für online gut, wenn man halt tanken will. Es gibt viele Tanten, die dich nach Trauben fragen, weiß aber noch nicht, ob das wichtig ist. Naja, wir haben, hier bin ich safe, oder? Also halbwegs. Wir hatten hier irgendwo am Wasser, da glaube ich. Nee. Hier? Nee. Wo war die denn? Da. Lichtpilgerin Hyetta. Und Lichtpilgerin Hyetta möchte Augäpfel. Genannt Chabiri-Trauben. Chabiri-Trauben. Irgendwie sowas. Und eine habe ich ihr gegeben. Und dann haben wir ihr eine Traube gegeben und dann ist sie irgendwo von hier, glaube ich, ist sie dann irgendwo hier hochgewandert und wartet jetzt auf die nächste Traube. Ich habe aber keine Trauben mehr. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt fertig erkundet. Bei dem Baum waren wir. Da hinten waren wir. Das bedeutet, wir können jetzt, wir könnten hier rein. Da wird es, glaube ich, auch drauf hinauslaufen. Und danach wird diese komische Burg hier anstehen. Also das heißt, ich glaube, wir gucken jetzt erst hier die Höhle an. Und was hier für eine komische große Mauer von China ist. Und danach gehen wir hier in diese weirde Burg. Ich denke, das ist ein guter Plan. Wobei, warte mal. Hier ist auch noch irgendwas. Da waren wir auch noch nicht. Da ist irgendeine Kirche oder so. Komme ich da hin? Einfach hier hoch, oder? Ach so, bin ich ja schon richtig. Da ist ein Ghost. Ah, Fürst Weig. Anscheinend seid ihr gar kein Fürst. Wo ist er dann, unser wahrer Fürst, unser Herr der rasenden Flamme? Wir flehen euch an, steckt alles in Brand, was Zwietracht sät und Ungleichheit schafft. Ah, möge das Chaos die Welt verschlingen. Hä, warum steige ich ab? Werde ich in Welt... Nein, Junge! Nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Warum? Nein, ich sterbe! Und jetzt
jetzt invasiert mich noch Vaik, Alter. Viel Spaß. Du arbeitest doch jetzt also aufs Chaosende hin. Schäm dich. Digga, was? Ich kenne nicht ein Ende. Auf welches... Keine Ahnung, auf welches... Ich arbeite auf überhaupt kein Ende hin. Ich spiele einfach das Game. Hast du den nicht abgeschaltet? Was habe ich abgeschaltet? Ja, bitte sag mir, wie ich dieses Auge abschalte. Dosenöffner. Mein TikTok-Chat hat gesagt, das... Ja, den Turm. Wie schalte ich den ab? TikTok-Chat sagt, den kann man nicht ausmachen. Das ist da einfach. Den Berg noch ein Stückchen weiter hoch? Ja, genau, bin dabei. Aber ich spare mir Farum Azula noch. Hab viele andere Sachen zu erledigen. Du kannst sehen, ob du Rüstung mit mehr Fokus... Was? Ich glaube, das war der Start. Ausrüsten kannst. Ich muss auf den Turm rauf. Auf welchen? Den hier, oder was? Oder auf welchen Turm muss ich... Der Turm? Hier sind viele Türme. Der Turm ist hier, da ist ein Turm. Der, wie soll ich da hochkommen? Hä? Gibt's doch nicht mal irgendwo eine Öffnung. Wie soll ich denn da hoch? Zur Quelle des Auges. Ach so, wait a minute. Okay, okay, okay. Das wird's ja... Das würde das Gebiet ja schon tausendmal angenehmer machen, wenn wir dieses Auge da abschalten. Das ist ja nur nervig. Aber ich glaube... Fuck. Ich hab... Na, ich komme hier nicht hoch, oder? Bevor ich das mache, hätte ich, glaube ich, ganz gerne meine Seelen wieder. Ach, scheiß drauf. Weil wenn ich jetzt meine Seelen hole, dann werde ich wieder invaded von Vaik. Deswegen gehen wir jetzt erst dahin. Ach, shit. Oh, fuck. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Hol erstmal deine 30.000 Seelen. Waren das 30.000? Waren das wirklich 30.000? Ich dachte, es wäre weniger, Shax. Ich hätte nicht gedacht, dass es 30.000 waren. Weißt was, wir holen die Seelen. Fuck it. Das ist mir zu heiß. Das Auge können wir danach noch ausschalten. Die sind auch alle komplett am Arsch, die hier rumrennen. Die haben alle diese gelb leuchtenden Augen und so. Da liegen meine Seelen. Aber ich werde halt jetzt 100 pro wieder hier invaded, ne, oder? Junge, das waren über... Oh mein Gott, 34.000, okay. Okay, ich muss irgendwo hin, wo mich das Auge nicht sieht. Damit ich den Typ hier, Ach, der macht es auch? Oh, Junge, ihr nervt mich alle. Nein, 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 nein. Nein, ein Hit noch. Ein Hit noch. Oh, war das knapp. Das war ärgerlich. Aber der ist machbar. Der ist nicht schwer. Das war nur unlucky.
Wenn es jetzt 3K sind und ich mich verguckt habe, dann tut's mir leid. Ja gut, ist auch nicht schlimm. So. Dann komm mal her, Wyke. Alter, er schlägt zweimal an ihm vorbei. Was ist denn das für eine Scheiße? So, geht doch. Ciao. Er trifft ihn nicht. So, wer hat gesagt, dass du dich heilen darfst, Kumpel? Oh mein Gott, what the fuck? Bin ich tot? Nee. Doch, nee. Oh mein, jetzt bin ich tot. Bin ich tot? Ich lebe. Oh mein Gott, ich lebe, was? Der ist ultra nervig, der Typ. Der ist ultra nervig. Ich bin tot. Alter, was ist denn falsch mit dir? Du fightest den, du denkst, der ist übel easy, weil der eigentlich echt nicht viel kann. Alter, und auf einmal schießt der was, der Boden brennt. Ich krieg fucking Insanity Damage mit gelb leuchtenden Augen, was mir fucking 90% von meinem Leben abzieht. Junge. Hier nochmal was, was der Chat sicher versteht. Guten Abend. Guten Appetit, Herrin Tanit. Ja, allerdings. Schmeckt sicher lecker. Moin, bin zurück. Was hast du so durchlebt? Frag nicht, Alter. Frag nicht. Wir sind ein paar Mal gestorben hier. Wir fighten gerade hier so einen komischen Wahnsinns-Dude und sind ein paar Mal gestorben jetzt. Den da oben, genau. Der ist ein bisschen nervig. Ciao. Stirb jetzt bitte einfach. Meine Güte. Holy shit, war der stressig. Fingerabdrucktraube. Wykes Kriegsspeer. Okay, können wir die Traube? Können wir die Hyetta geben? Die sucht doch diese Trauben. Aber das letzte Mal war es eine Shabriri-Traube und keine Fingerabdrucktraube. Ich finde Wykes Lore mit am interessantesten. Für die Lore ist der sogar noch zu schwach. Ich kenne seine Lore nicht. Heilige Träne, sehr schön. Armband der Fingerjungfer, Robe der Fingerjungfer, Schuhe der Fingerjungfer, okay. So, wir können doch bestimmt leveln, oder? Nice. So. Dann gucken wir einmal noch, was hier so ist. Gar nichts. Wyke war, glaube ich, kurz davor, Elden Lord zu werden. Dann wurde er aber ein bisschen zu wahnsinnig. Wie fandest du Renala, ehrliche Meinung? Renala war... Ja, so easy war sie gar nicht.
Renala war okay. Also optisch super cooler Bossfight. Optisch mega geil gemacht. Vom Kampf selber, ja. Waren jetzt nicht so die krassen Mechanics, die man lernen muss oder so, wie jetzt beim Schmelztiegelritter oder so, aber war trotzdem, war cool, war ein cooler Bossfight. My name is Eren Jaeger. Yo, Kill Your Ideals 91, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Bin ich genauso, hab sie beim ersten Run First Try gemacht. Aber jetzt mal ganz andere Frage an Caro. Solche Sachen wie Wyke, dass der fast Elden Lord geworden wäre und dann aber zu wahnsinnig geworden ist. Wie findet man sowas raus? Abriris Geheul. Ich meine, sowas steht ja nirgends. Es gibt ja keine Cutscenes oder was weiß ich, was die haben das erklären. Ich meine, ich kenne die Dark Souls Lore, aber die habe ich auch schon nicht 100% verstanden. Wie kriegt man sowas raus? Ist es weg? Ich glaube, es ist weg. Das war, weil die das irgendwie angebetet haben hier. Reise Drache. Es werde Rache. Gott sei Dank ist es weg. Nebenquests zum Beispiel, okay. Wo ich mir auch ein bisschen unschlüssig bin. Ich wurde jetzt halt schon wieder ein bisschen gespoilert, aber unabsichtlich. Irgendwer hat jetzt gerade geschrieben, oh. Schande über dich, dass du auf das Chaosende hinarbeitest oder so. Jetzt will ich aber, wenn ich 200 Stunden dieses Game zock, kein scheiß Ende haben. Aber anscheinend habe ich ja irgendwas falsch gemacht oder irgendwas gemacht, was auf ein schlechtes Ende hinarbeitet. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich noch mehr spoilern lassen soll und sagen, Chat, kriege ich gerade ein scheiß Ende, mache ich irgendwas falsch? Der Charakter eben hat es teils gesagt, dann noch durch Itembeschreibung und so weiter. Leute schauen sich die volle Lore auf YouTube und dann weiß man es. Ja, aber der von YouTube weiß es ja auch irgendwo her. Der von YouTube muss es ja auch irgendwo erstmal rauskriegen. Es gibt kein scheiß Ende, alles in episch. Es gibt kein schlechtes Ende, mach das, worauf du Bock hast. Es gibt wirklich kein scheiß Ende. Das war keineswegs böse gemeint, ein scheiß Ende gibt es. Ja, nein, alles gut in Genius. Weißt du, dass nicht böse gemeint war. Nur ich will ja, wenn ich ein Game 200 Stunden spiele, ich kenn's aus anderen Games, was, wenn du zum Beispiel wenn du zum Beispiel moralisch falsche Entscheidungen triffst, kriegst du ein Ende, wo alle sterben. Nur mal als Beispiel. Ich habe halt, wenn ich so viel Zeit investiere in ein Game wie hier, keinen Bock nachher ein scheiß Ende zu kriegen. Aber wenn es kein schlechtes Ende gibt, ist ja gut. Sagt dir der Begriff Simp etwas? Ja. Der Charakter vor Wyke hat dir eben schon seine Lore angeteased. Ah, okay. Gibt kein scheiß Ende, nee, keine Sorge. Du kannst das Ende sogar abwenden, aber du würdest es merken, wenn du auf das erwähnte Ende zu... Okay, super, alles klar. Vielen Dank, dann bin ich beruhigt. So, dann waren wir jetzt hier auch überall. Beautiful. Auge Saurons ist weg, wir waren da oben. Dann würde ich, glaube ich, mal hier in die Höhle gehen. Oder wir machen... ich glaube, wir machen erst die Burg. Wir machen erst diese komische Burg hier und gehen danach in die Höhle und gucken, was hier ist. Das gefällt mir besser. Achte nicht darauf, was die Leute im Chat sagen wegen dem Spiel. Spiel das Spiel so, als würdest du es normal spielen, ohne was zu wissen. Ja, das versuche ich. Das ist manchmal schwer, aber das versuche ich. Das Rani-Ende zum Beispiel, auf das ich hingearbeitet habe, nennt man auch das Simp-Ende. Solltest du auch heute früh oder gestern, war das im Chat, bemerkt haben. Rani. Ja, das habe ich bemerkt. Dass wir auf einmal alle drum gestritten haben, wem Rani gehört.
wait a minute, haben wir eigentlich... Ich weiß, da ist ein Wolf, den habe ich auch gesehen. Haben wir eigentlich magischer Schwertschlüssel nur einen? Wie viele Schwertschlüssel brauche ich für die Glockentürme? Brauche ich da einen oder zwei immer? Meine Wife ist gerade abgefackelt. Okay. Einen pro Turm. Zwei Türme pro Turm, einen. Einen brauchst du noch? Ja, aber einen habe ich ja. Das heißt, einen Turm könnte ich schon mal aktivieren. Wo hast du den herbekommen? Den habe ich auf einem Dach gefunden in Raya Lucaria. Da lag ein magischer Schwertschlüssel. Den wirst du später im Spiel checken. Ah, okay. EG vergibt mir. Dieser königliche Boden war uns anvertraut, aber wir hatten keine Chance. Weil ich bin gerade am überlegen, ob ich noch einen Turm mache. Wir haben jetzt einen magischen Schwertschlüssel. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir noch so einen Turm freischalte. Und guck, was da abgeht. Bei Sauron? Was bei Sauron? Nein, Junge, hier in Raya Lucaria. Wenn du hier bei der Forum der Debatte, wenn du da rausgehst und dann hier links auf die Dächer gehst, da gibt es ein Dach, da liegt ein magischer Schwertschlüssel drauf. Manchmal verpasst er aber einen Boss, wie zum Beispiel in Lucaria. Wäre schon gut, wenn sich ein bis zwei Sachen zu Herzen nimmt, wenn er so viele wie möglich mitnehmen will. Aber bin absolut gegen Spoiler. Siehst, Checks, guter Punkt, das habe ich schon wieder vergessen. Wir machen jetzt deinen Raya Lucaria Boss, den ich verpasst habe. Wollte ich vorhin schon machen, habe ich nicht mehr dran gedacht. Den machen wir jetzt. Wo muss ich hin? Wer hat gerade seine Wife abgefackelt? Reek im TikTok-Chat hat gerade seine Wife abgefackelt. Denkst du, ich könnte dir beim Forum der Debatte einen Secret-Weg zeigen? Ja, wie gesagt, ich habe den ja verpasst. Wir waren ja schon da. Wenn ich aus einem Gebiet rauskomme und ich habe in dem Gebiet was verpasst, dürft ihr mir gerne alles sagen, was ich verpasst habe. Welchen Boss? Nein, ich bin schon durch Lucaria. Alles, was ich jetzt nicht gefunden habe, ist gone. Dafür solltest du aber alles an Runen ausgeben. Guck mal nach, wie viele du hast. Ich glaube, ja, 14.394. Kommst denn du jetzt her? Nachdem ich 20 Minuten hier stehe, kommt auf einmal noch ein Hund, Alter. So, okay, wir gehen erstmal kurz hier hin. Ich habe das andere gemacht und mich dann mit einer Nadel genäht. Ich werde jetzt wie Wyke durchdrehen. Dann wirst du eben kein Elden Lord mehr. Alle Runen ausgeben. Das wird schwierig, weil wir brauchen halt 10.000 fehlen uns für ein Level-Up. Ich habe eine 7er. Ich weiß nicht, wie viele die gibt. Wir haben aber auch noch ihr Echo. Patrix, da war ich schon. Da, wo du diesen komischen Talisman kriegst. Da waren wir. Das hat mir, Dosenöffner hat mir das gezeigt, glaube ich. Ja, da waren wir schon. Du musst den Fahrstuhl komplett runter und dich töten lassen. Ach, das ist das von vorhin. Das habe ich vorhin versucht, aber es hat nicht geklappt. Wie komme ich am schnellsten zu dem Fahrstuhl?
glaube von hier. Hast du in der Kirche auch die Wand gefunden? Ich glaube, ja, da war ein Bücherregal, da waren keine Bücher drin, das war eine Hidden Wall. Das habe ich sogar selber gefunden. Das haben wir 10.131 Runen. Aber weißt du, was wir, glaube ich, machen? 700 IQ Play. Geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Ich ziehe einfach den Ast an. Ich weiß nicht, was du vorhast. Aber wir ziehen einfach den Ast an. Eine Wand in der Kirche des Kuckucks? Ich glaube nicht, nee. Big Brain. Ja, Big Brain. That's why you watch. Wegen dem Big Brain Place. Da ist ein Item. Warum habe ich das noch nicht? Alter, Pops Klangperle. Akademie Schimmerstein. Yo! Das ist der Dude, dem wir den Schlüssel gegeben haben. Kann das sein? Ist der hierher gegangen und gestorben? Echt jetzt? Der hierher gekommen und gestorben, weil wir ihm den Schlüssel gegeben haben? What the fuck? Wenn man in die Kirche reinkommt. Der hat sich zu Tode gelesen, ja, ohne Spaß. Ich kann meinen TikTok-Chat nicht mehr lesen, da sind nur noch Spoiler drin. Die verstehe ich zwar alle nicht, aber trotzdem. So, wenn man in die Kirche reinkommt. Rechts von der Tür gegen die Wand rollen. Also hier kommt man in die Kirche rein. Rechts von der Tür gegen die Wand rollen. Oh mein Gott, what the fuck? Chat, warum sagt mir sowas niemand? Ein Runenbogen. Cool. Vielen Dank. Dann killen wir den hier noch, damit ich meine Map aufmachen kann und mich teleportieren kann. Aua. Wehgetan. So. Und dann probieren wir nochmal zum Fahrstuhl zu kommen. Den habe ich tatsächlich selber noch nicht gewusst. Ich auch nicht. Jetzt weiß ich's. So, also. Zweiter Versuch. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Ich bin tot, oder? Ah, nee, ich muss wieder... Ich spring einfach wieder runter. Und spring hier wieder drauf. Big Boy Place. Big Boy Place. Hast du beim Schulklassenraum alle Bücherregale abgecheckt? Nee. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da müssen insgesamt 3 sein. Also eine versteckte Wand habe ich beim Schulklassenraum gefunden. Leute, ihr macht mich fertig. Jetzt war ich schon fast unten. Das habe ich gefunden. Das haben wir. Das ist 1. Anderer Raum, dann hast du alle.
Was jetzt? Was jetzt? Habe ich alle oder fehlen mir welche? Aber warte mal, hier ist doch noch eine Tür, die verschlossen ist. Irgendwas muss uns ja noch fehlen. Genau, irgendwas ist... Wir können ja noch gar nicht alles gemacht haben, sonst wäre die Tür hier nicht zu. Allein das ist ja schon, oh nee, fuck, jetzt kommt... Ich bin tot. Doch nicht. Aua. Jo, fickt euch! Mann, jetzt kommen die Pisser von da oben noch, Alter. Hier sind einfach 100 Stück von diesen kleinen Wichsern. Junge, die sind so nervig, Mann. Jetzt muss ich diesen hässlichen Topf nochmal killen, Alter. Warum ist hier überhaupt so ein scheiß Topf, Alter? Was hat der hier überhaupt verloren? Jetzt kommt er noch nicht mal. Oh mein Gott, war das knapp. Alter, fick. Tilte, jetzt ganz langsam, langsam tilt dich. Du hast jetzt deinen Opferzweig verloren, vergiss das nicht. Oh, ich habe den Zweig schon wieder vergessen, by the way. Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, dass ich den Zweig im Inventar hatte. Oh, wir one-shotten die jetzt. Ah, doch nicht. Wo war die Wand jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche immer noch irgendwie hier lebend durchzukommen. Aber es ist einfach crazy. Vielleicht müssen wir erst die fucking Mages einfach auf die Schnelle wegmachen. Oder vielleicht jetzt schnell den hier. Ja. Wow, sieht's doch ganz gut aus. Es war so klar, dass jetzt die von da oben kommen, ne? Der kann auch um die Ecke schießen. Meine Güte, endlich, Alter. Die ist in dem Raum, wo alle sind, doch nicht.
Die da. Die da. Ey, da ist auch noch ein Item. Rumpfingermedizin. Bist du auf PC? Ich bin auf PC, ja. Geh mal hoch auf der linken Seite. Nee. 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 Ganz hoch, oder was? Ah. Stand sogar auf dem Boden. Da waren sogar Nachrichten. Ein Zauber. Wow. Und ein Steinschwertschlüssel. Sehr gut. Und eine Leiter. Oh, hier geht es sogar noch weiter. Wir sind einfach schon wieder seit 10 Stunden live. Muss ich da runter? What the fuck? Alter, wo sind wir denn? Wow, 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 was geht ab? Scheiße, ich wusste, ich hätte die vorher killen sollen. Aber die haben mir leid getan. Götzenschulen-Talisman. Götzenschulen-Talisman. Verstärkt die Wirkung von Zaubereien. Ja, so. Okay. Und jetzt bin ich da, wo die Tür ist. Nice. Nach 9 Stunden und 37 Minuten im Lurk sage ich mal Hallo und auch direkt gute Nacht. Sehr nice. Pollux, grüß dich. Hallo und gute Nacht. Schön, dass du da warst. Auch im Lurk. Nicht die Töpfe, das sind unschuldige Kreaturen. Musst dir mal die Lore dazu angucken. Muss ich, wir müssen unbedingt, ich will mich jetzt noch nicht spoilern, aber wir müssen unbedingt, wenn wir das Game durchhaben, will ich zwei Dinge machen. Wo war der Geheimgang denn jetzt? Alter, Ingenious. Immer wenn ich irgendwas mache, kommt ungefähr 2 Minuten danach, kommt Ingenious hier in den Chat und schreibt, wie bist du da hingekommen? Wo war das? hier raus. Nach rechts. Die Treppe hoch. Auf der linken Seite ist, sind aber Nachrichten auf dem Boden. Also da ist ein Bücherregal. Da sind ganz viele Nachrichten auf dem Boden. Das Bücherregal ist eine unsichtbare Wand. Nein, wenn wir das Game irgendwann durch haben, das wird sicher noch eine Weile dauern. Das wird wahrscheinlich auch nicht diese oder nächste Woche sein, nehme ich mal an. Will ich zwei Sachen auf jeden Fall machen. Und zwar ist es einmal, mir ein Video angucken von einem Speedrun. Weil es mich einfach mal interessiert in dem Game, wie man in diesem Game, wie man hier einen Speedrun macht oder wie schnell die Leute dann durchkommen. Da will ich mir auf jeden Fall mal einen Speedrun von Elden Ring angucken. Und was ich auf jeden Fall auch machen will,
dass wir uns zusammen mal zu Elden Ring einfach ein Lore-Video, am besten auf Deutsch, aber weiß nicht, wegen mir auch auf Englisch, aber Deutsch wäre cooler, uns einfach mal ein Lore-Video reinziehen. Das wird wahrscheinlich 3 Stunden gehen, aber da wird es wahrscheinlich richtig coole YouTube-Videos geben, weil mich das übel interessiert. Opferzweig, ja, ich hatte nur einen. Ich hatte nur einen, was soll ich machen? Ich hab keinen mehr. Ich hab keinen. GG? Lass dich von denen essen. Ich hab halt 18.000 Seelen, ne? Ich habe halt 18.000 Seelen. Lass dich von den Essen bis Lebensende. Ja, aber ich würde gerne meine Seelen noch... Ach, scheiß drauf. 18.000 Seelen. Ich glaube, die bleiben. Bin ich mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Nein, die bleiben nicht. Die sind gone. Gone with the wind. Junge, wo sind wir? Junge, wo bin ich, Alter? What the fuck? Wie komme ich denn von da unten hier hoch? Okay. Da komme ich nicht rüber, oder? Ich möchte nach Hause. Springen voraus. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube es nicht. Ist originales Trap von Patches. Ab jetzt sind wir alle ruhig, er soll selber machen. Brauchst du gleich das Katzenmedaillon? Ich möchte nach Hause. Zeit für dies abrollen? Nee. Glaube ich nicht. Abrollen versuchen. War eine Hidden Wall oder was? Wir abrollen. Wenn du jetzt stirbst, ist nicht schlimm, du spawnst wieder hier unten. Also teste dich aus. Okay, das ist good to know. Warum lebst du noch? Okay, hier geht's weiter. Höhle, oh Höhle. Umweg voraus, ich möchte nach Hause. Boah, ich wette, die Lava macht stabilen Damage, wenn wir da reinfallen. Der Tod? Oh shit.
Umkehren voraus, verborgener Pfad, oh verborgener Pfad, übrigens preiset Geheimgang. Verborgener Pfad voraus. Schlecht. Diese Nachricht herabsetzen, ja. Schlecht. Herabsetzen. Umkehren voraus. Gut. Applaudieren. So. Scheiß Trolls, Alter. Finde ich cool zu sehen, was links ist. Bin letztes Mal rechts gelaufen. Ich habe gar nicht gesehen, das war der einzige Weg, den ich gesehen habe hier. Ich habe gar nicht gesehen, dass es noch einen Weg gab auf der anderen Seite. Ich möchte nach Hause. Warum steht hier alle 5 Meter? Ich möchte nach Hause. Ein Blocken voraus. A, Festung. Ist das eine Gnade? Da ist ein Bonfire. Yo, da ist ein Bonfire. Okay, das ist cool. Aber wie ist es? Ist es hier so ein... Oha, macht der Damage, Junge. Lass mich in Ruhe. Bitte roll. Holy shit. Junge, was macht der für einen Schaden, Alter? Wer bist du? Mal wieder so ekelhafte Zauberer. Nee, ach komm. Alter, das haben wir richtig knapp überlebt. Gott sei Dank. Junge, wären wir jetzt einen Meter vor dem Bonfire gestorben. Okay. Für den anderen Weg hättest du das Katzen... Die meisten sterben eigentlich hier bei dieser Falle. Nee. We don't do that here. Gestorben wird hier nicht. Aus Vulkan. Ja, das trifft's gut. Okay, aber wie ist es jetzt? Ich komme ja nicht zurück. Wir sind ja ein paar Mal runtergedroppt. Der Ort, den Ingenious meint, mit dem Katzenamulett, komme ich da trotzdem irgendwann noch hin? Oder ist das jetzt, war das hier so ein Entweder-Oder? So eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ach fuck, da hätte ich von da oben hingemusst. Miedelstein 4. Da hinten ist auch noch was. Miedelstein 6. Holy shit. Okay. Nice. I don't know, weil ich das hier noch nicht zu 100% erkundet habe. War nur wegen den Dunkelschmiedesteinen hier. Weil ich habe halt ein bisschen Angst, dass praktisch der andere Weg jetzt für mich verschlossen ist, sozusagen. Habe ich einen Fettball? Nee, okay. Weil ich komme ja von hier nicht mehr zurück. Also ich habe ja keine Möglichkeit, wieder da hochzukommen, wo wir rausgekommen sind. Außer ich lasse mich nochmal von dem komischen Ding da unten fressen und werde wieder dahin geportet. Dann würde ich vielleicht den anderen Weg gehen können. Aber es wäre schade, wenn das die einzige Möglichkeit ist. Wow. Junge, habe ich mich erschreckt. Fuck, ich habe keine Ahnung, ob ich da runter soll oder... Da ist auf jeden Fall Licht, da wird's heller. Hier gibt's Blumen. Unmöglich, dass der verschlossen ist, da ist was Wichtiges. Okay, dann ist gut.
Rechts versuchen. Verborgener Pfad. Okay, also es sieht schon ein bisschen sus aus hier. Als ob hier irgendwas wäre, aber er hier hat auch nichts gefunden. Okay, dann können wir, glaube ich, gehen. Boah, Junge, hier im Bossfight. Wobei, das Leuchtfeuer war nicht so weit weg. Let's go. Nicht die! Oh mein Gott, fuck. Nein! Okay, das ging schnell. Das war ein kurzer Kampf. Holy shit, Alter, sportlich. Zwei von denen im Boss-Modus sind sportlich. Komme ich wieder irgendwo hin jetzt, oder? Pax freut sich. Werde ich jetzt zurückteleportiert, weil ich wieder in dem Ding gestorben bin? Natürlich nicht. Gleich nochmal hin. Aber wir machen das. Wir gehen mal hin. So ein ekliger Bosskampf. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf den Bosskampf. Weil die sind alleine schon nervig. Zwei von denen, na. Wird schon sportlich. Es wird schon sportlich hier, aber egal. Holy shit, Alter. Nein, 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 nein! Egal, ich glaube, wir überleben. Oder? Ja. Bitte verpiss dich. Junge. Also ich glaube, wenn eine mal weg ist, dann haben wir ein deutlich einfacheres Leben. Wenn, aua. Wenn wir eine mal haben, aua. Nee, nee, nee. Nee, hab ich nicht so Bock drauf. Hab ich nicht so. Das war eigentlich die falsche hier. Wir machen halt irgendwie beide so parallel down. Das ist, glaube ich, nicht die klügste Entscheidung. Ich glaube, die eine haben wir. Ja, ja, jawohl. Ab jetzt ist Easy Life. Oh, was geht denn jetzt ab? Komm, mach was, mach was. Nee, nicht das. Oh mein Gott, das war knapp. Und ciao. Girandole des Inquisitors. Okay, was geht jetzt hier ab? Nice! Wie du noch bitte sagst, bei denen ist Blitz gut. Ja, aber ich glaube, Blitzfett habe ich nicht. Falls es sowas gibt, habe ich das, glaube ich, nicht. Ich habe nur Magie, Blutfett, Schildfett, Magiefett und Feuerfett habe ich. Gelmir. Achtung, schöner Ausblick, aber ich komme hier nicht runter, ne? Ah doch, Tatsache. Gelmir. Okay, ich glaube, hier will ich nicht sein.
Der Nachricht applaudieren, ja, wegen mir. Ich glaube, hier will ich nicht sein. Aber cool, sehr, sehr cool. Danke für die Tipps. Sehr, sehr cool, dass wir hier waren. Wenn man hier wirklich nur hinkommt über diesen, indem man sich da unten umbringen lässt, dann vielen Dank für den Tipp. Sehr, sehr coole Sache. Ich kann nicht porten, das ist schlecht. Kann ich hier porten? Auch nicht. Kann ich hier porten? Auch nicht. Da unten ist noch eine Gnade. Dann probieren wir es mal da. So viel zu dem Thema Leid. Hab 30 Versuche gebraucht und du nur 2. Meine Waffe ist ziemlich OP. Ja, die macht wirklich viel Schaden. Okay, aber... Mit Melina sprechen. The Erd Tree is close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erd Tree, where Mother gave me my purpose. Though now, everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Kann ich jetzt wieder schnell reisen vielleicht, aber bitte? Gott sei Dank, okay. Bei dem Turm hier können wir immer noch nichts machen, oder? Haben wir da mittlerweile das Item, das wir brauchen. Später kommt man da auch nochmal hin, ist Late Game Area. Das mit der Eisernen Jungfrau ist halt ein kleiner Extraweg. Hier war irgendwas mit Rani, oder? Mit Rani und einem Item, glaube ich. Da kann ich wahrscheinlich immer noch nicht weitermachen, oder? Du bekommst später das Item. Dann würde ich jetzt, glaube ich, wie geplant weitermachen und so einen komischen Glockenturm aktivieren. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und ich glaube, wir gehen mal chronologisch vor. Das heißt, wir fangen unten an. Wenn wir den unteren nicht schon haben sogar. Macht die Burg im Norden. Ja, das war der Plan. Also wir machen jetzt hier kurz den Glockenturm. Das ist, glaube ich, der unterste, bei dem ich bin. 1, 2, 3, 4. Der vierte. Hä? Waren es nicht 4? Keine Ahnung, egal. Ach so. Ah, nein, stopp. Egal. Kein Backseat Gaming. Ich will den aktivieren, ich aktiviere den. Vorsicht vor Sackgasse, Stadt voraus, verfallende Lande. Let's go. Der ist useless, mach erstmal einen anderen. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich spiele blind. Allein schon zu sagen, dass der useless ist, ist nett gemeint, aber ist an sich schon Backseat Gaming. Weißt du, wenn ich nicht streamen würde, würde ich ja auch diesen Glockenturm nehmen. Dann hätte ich ja den Tipp nicht, dass der useless ist. Von dem her... Das sieht fucking cool aus. Das sieht einfach geil aus. Das ist cool. Holy shit, wo sind wir? Junge. Bis wohin geht die Map? Bis wohin geht die fucking Map? Alter, was? Wo bin ich? Diese Area erinnert mich immer noch an Dark Souls 3 DLC. Du meinst die verlorene Stadt oder wie das hieß? Wie hieß denn das Ding da? Ah lol, da kommt man runter. Ja, sieht ganz danach aus. Aber ob ich das hier überlebe, ist wahrscheinlich, oder? Ah, das wird... Ah, Falldamage. Egal.
Oh mein Gott, wie tanky. What the fuck? Ich glaube, hier sind wir gar nicht gut. Ich glaube, hier sind wir gar nicht gut aufgehoben. Ich glaube, das wird ein Problem werden hier. Also all einzeln gehen die. Aber wenn von denen mehrere kommen, dann sind wir. Dann haben wir ein scheiß Problem. The Ringed City, ja genau, vielen Dank, das habe ich gemeint. Stimmt, sieht echt ein bisschen so aus. Was ich mir wirklich überlege, also ich will ja nach nach Elden Ring ein bisschen Halsschmerzen bekommen irgendwie, ist ekelhaft, ist nervig. Nach Elden Ring will ich ja, es macht auch das Reden übelst anstrengend. Kann sein, dass wir nicht mehr so lang machen, weil es ist ein bisschen störend. Erldrachentalisman. Nach Elden Ring will ich ja Sekiro und Bloodborne zocken, weil ich die auch noch nicht kenne. Also Sekiro und Bloodborne habe ich noch nicht gezockt. Bin wirklich am Überlegen, ich muss mal gucken, ob ich dann Bock habe nach 3 Souls Games. Bin echt am Überlegen, ob ich nach Sekiro und Bloodborne, weil ich krieg gerade bei Elden Ring so Bock auf diese ganzen Games, ob wir danach Demon's Souls zocken und dann vielleicht sogar nochmal die Dark Souls Trilogie. Bin ich wirklich gerade am Überlegen. Yo. Thieves. Ich kann deinen Namen nicht richtig lesen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber ja, da bin ich. Wir haben aber das Portal am Glockenturm benutzt, also. Ich glaube, hier komme ich gar nicht weiter. Warum immer Kirche? Warum immer hoher Punkt? Boah, ich wette, da können wir auch hin. Oder? Ich wette, da können wir irgendwann auch hin. Ist es nicht so, alles, was man sieht, da kann man hin? Ich wette, irgendwann sind wir da. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich wette, irgendwann sind wir vielleicht sogar auch da unten. Aber momentan sehe ich hier nur den Teleport als Ausweg. So, das heißt, wir machen jetzt... Gehen jetzt erstmal hierhin zurück. Das ist sehr nervig, sich wieder ans Nicht-Springen-Können zu gewöhnen. Ja, das glaube ich. Nein, aber ich muss echt sagen, wegen Elden Ring habe ich einfach so Bock bekommen auf diese Souls-Games, dass ich mir wirklich überlege, einfach nochmal die Dark Souls-Trilogie zu zocken. Ein Demon's Souls-Remake. Solche Sachen halt.